21. Juli 1943. Seit mehreren Tagen sind wir im Einsatz am Mius. Am Montag war wohl ein schwieriger Tag und trotzdem hatte ich wieder Glück gehabt. Mein Wagen ist mit sämtlichen Klamotten verbrannt. Erst kriegten wir einige Granatsplitter in die Seite, Benzinkanister waren aufgerissen und ausgeflossen. Anschließend noch einige Treffer in den Tank und schon stand die ganze Kiste in Flammen. In voller Fahrt sind wir vom Wagen abgesprungen. Die Klamotten kohlten an einigen Stellen und dann konnten wir nur noch aus der Ferne zusehen, wie alles abbrannte und explodierte. Mein Truppführer wurde verwundet. Die beiden Funker und ich sind vollkommen heil davongekommen. So hatte ich eben nichts mehr außer Schuhe, Hose und dem zerfetzten Rock, was ich ebenso am Leibe hatte. Ich bin jedenfalls froh, dass ich selber davonkam ohne Schaden. Der Ersatzeinheit, weil schon alles rundgegangen und schiefgegangen ist, wollte ich zum Fronteinsatz kommen. Heute haben sie mir schon Infanterieausrüstung und sowas gegeben. Und durch einen Zufall treffe ich dort den Leutnant Neinteufel, der was bei unserer Einheit war. Und ich sage zu ihm, ich will jetzt da zur Infanterie, das taugt mir gar nicht. Was ist, ist nicht eine Möglichkeit, das kannst du mir nicht helfen. Und der sagt, selbstverständlich, ich werde das schon schaukeln. Ne? Und er war nämlich dort, weil er verwundet war, dann später im Hinterkopf. Er hat das wirklich in den Weg geleitet und ich bin dort dann, habe wieder mal mein Klumpert abgegeben und bin von dort nach Königsberg. Da unten ist ein Blindgänger drinnen. Hol man heraus, hat ja keinen Sinn da zuschaufeln, wenn dort noch was liegt. Und wir haben uns noch unterhalten und in dem Moment, das war ein Zeitzünder, ist der Zeitzünder losgegangen und hat. Ich weiß nur mehr, dass wir alle rundherum gelegen sind. Passiert ist keinem was. Ich habe meine Schaufel über den Stahlhelm gehabt, mit Stahlhelm haben wir gearbeitet. Und das nächste war, dass ich gesagt habe, Fredi, ist da was passiert? Ja, ich sagte, nein, mir nicht, dir, nichts. Da das Erdreich durch die erste Bombe aufgelockert war, ist nur reine Erden herausgekommen, schon die Bombensplitter. Aber die sind in die Höhe gefahren und haben uns nichts getan. Das ist mit besonders guter Erinnerung. Es war ein tieffliegender, viermotoriger amerikanischer Bomber, der offenbar schon Probleme hatte, vielleicht angeschossen war und der seine Bomben loswerden musste. Und die sind dann genau Linie direkt auf uns zu, immer näher eingeschlagen. Wir sind da gelegen im Dreck und mein Freund in mir hat mir gesagt, wenn er noch zwei hat, dann sind wir dran. Zum Glück hatte er nur mehr eine, die war sehr laut und wir haben es überlebt.